Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir haben in den letzten zwei Folgen dieses Gebäude hier gerichtet, beziehungsweise in der letzten Folge haben wir das Gebäude errichtet. Hier sehen wir schön, hier haben wir drei Lautsprecher integriert, zwei Bildschirme, mit denen wir aber auch direkt sagen können, für was sie da sind. Eigentlich können wir das den Lautsprechern auch schon sagen, ne? Du bist fürs Leisten, Kork hat er ja da. Fürs Leisten Krokodil. Und dann gehen wir hier noch Leisten Krokodil. Weil es ist immerhin ja sehr pompös. Man sieht es hier ganz leicht in dem Gras rumlaufen. Es ist pompös. Und es schläft, wie scheint. Jetzt klicken wir mal drauf. Es ist... Scheiße, ist das wie alt. Gelände. Ist dem zu wenig? Oha. Und zu viel zu wenig und viel zu viel. Was ist, wenn wir... Warte mal. Gelände. Wasser entfernen. Das kriegen wir hin. Warte. Beziehungsweise ich versuche gerade hier irgendwie. Ach, das ist Fundament abflachen, oder wie? Sie sagen, das ist so das. So, dann wieder auf Wasser. Also, noch mehr Wasser geht jetzt echt nicht. Muss ich dafür einmal Spiegel starten lassen, oder? Ab wann realisiert, berechnen? Jetzt hat. Jetzt hat er. Jetzt haben wir 334 Quadratmeter Wasser und 800 Land. Viel zu viel Gras lang, viel zu wenig Gras kurz, viel zu wenig Erde, viel zu wenig Stein und Sand wäre ganz schön. Dann würde ich sagen, machen wir um das komplette Teil herum eine schöne Sandfläche. Vielleicht mit einem kleineren. Und falls ihr im Hintergrund das hört, dann könnte das sein, dass ihr hört, wie gerade Kekse gebacken werden. So, so, so. Versuch gerade zu erkennen. Wie weit ich das Gras noch malen muss. So, ein bisschen malen. Weil dann würde ich mal felsig zum Beispiel das hier drin machen, dass wir sagen, dass der Schlafplatz aus Stein besteht. Jetzt zum Beispiel. Warte mal. Opa. Ich will doch nur die Kamera drehen, Jungs. Ich will eigentlich doch nur die Kamera drehen. So. Einmal fein hier außen rum. So, dann hier vielleicht nochmal den Bereich. Einfach so gehegemäßig umgestaltet. So. Sind wir denn bei Fels immer noch nicht im grünen Bereich? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt dann aber, oder? Komm. Fels sind wir im grünen Bereich, dann machen wir jetzt Erde. Wieder kleinerer Pinsel. So, wenn man den Eingang vielleicht noch so ein bisschen erdig. Dass hier alles erdig wird.
Und jetzt würde ich eher auf kurzes Gras hier zum Beispiel noch setzen. Oder setzen mal, warte mal, wir machen mal hier so 40. Nehmen wir Gras lang. An der 6er Fläche. So. Dann haben wir alles ganz gut abgedeckt, würde ich sagen. Wir haben die sandigen Beaches. Wir haben hier einen großen Erdbereich mit Steinbereich. Hier noch ein bisschen Erde und hier noch ein bisschen Gras. Stabiler Rückzugsort ist zu 100% gegeben und Gelände passt ihm auch. Gut. Vegetation passt ihm eigentlich so, aber wir trauen... Aquatisch? Was? Natur, warte, was? Filter. Biome. Aquatisch, das gibt's echt. Oh. Kontinent ist Ozeanien. Ozeanisch. Nehmen wir nur Aquat. Ah ne, das müssen wir wahrscheinlich alles zusammennehmen. Warte mal. Filter ist Asien. Asiatisch, ozeanisch. Und dann noch die Tropen. So, so viel will er eh nicht. Ich will wenigstens mal mit dem Aquatisch, also wenn es auch, jetzt sagen wir nicht unbedingt das größte an Aquatisch ist, aber, und vor allem, weil es unter Wasser sitzt. So. Dann hier vielleicht noch so ein paar einzelne. Warum ist es eigentlich immer unter Wasser platziert? Wo warten die den Seerosen? Was haben denn hier noch schön für eine Wassersachen? Schirm. Was? Schirmbus? Hast du ein bisschen Schirmbus auf der Seite? Huh? Ein bisschen Schirmbus. Hört sich irgendwie so ein bisschen. Alter, niemand, die Höhe ist angepasst von den Teilen teilweise. What the fuck? Schweizerisch, und hast du einen schönen Schwierenbus dabei, ja? Schönen Schwierenbus hier, ne? Alter, ich muss aber... Also entweder stimmt hier was absolut nicht. Aber die Büsche sind ja mal teilweise überhaupt nicht so auf der richtigen Höhe. Alles passt ihm ja auch schon so. Übertreiben sollte ich vielleicht auch nicht, weil dann habe ich wieder zu viel drauf. Lebensqualität. Da müssen wir jetzt bei Gehege gucken, ne? Und dann unter Filter, Art und wo ist es... Was war ein Leistenkrokodil, ne? Ein Leistenkrokodil. So. Da hätten wir zum Beispiel den... der kommt hier vorne schön auf die Erde drauf. Da hätten wir das schon mal abgedeckt. Ein großer Ball. Ja, der kommt natürlich auf die Wiese. Und damit ist seine Bedürfnisse auch schon abgedeckt. Hör, das ging aber flott. Das passt, das passt. Dann müssten wir eigentlich jetzt beim Start alles voll abgedeckt haben und das Vieh ist zufrieden. Ja, genial. Was macht das jetzt? Technikforschung abgeschlossen. Bedeutet, wir haben jetzt einseitiges Glas, oder? Yes! Einseitiges Glas! Was ist Gehege? Ich muss gerade überlegen, was wir als nächstes forschen. Was kann man denn hier noch forschen? Solarmodul. Vielleicht gar nicht doof, ne? Klettermöglichkeiten, Rückzugsort ist vielleicht doch schlauer? Ja, nehmen wir mal das. Oh. Oh. Es geht los, das Krokodil begibt sich ins Wasser. Oh. Gebt euch diese Pracht an Biest. Aber wie schaut das von innen zum Beispiel aus? Und ich würde das jetzt halt, warte mal. Der Inspektor kommt, ja, ist gut. Aber der wird doch mir bestimmt zugeben, dass das eine geniale Anlage ist, oder? Hm.
einseitig verspiegelt. Es ist die Frage, in welche Richtung ist es jetzt verspiegelt? Einstellungen. So müsste es passen. Gehegeumriss, Barriere umgewölbt. So. Weil das Tier sieht da nicht rein. Und wir haben endlich die Möglichkeiten, Unterstände zu bauen, wo Leute reinschauen können. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit machen will. Und das ich eigentlich für das Gehege hier drüben zum Beispiel bräuchte. Dass ich hier diese Einheit ein Stück einsetze. Und dann hier den Unterstand hinbauen kann. 9. So, was haben wir denn hier? Oh, was ist jetzt los? Ich hatte, diese Viecher sind dauernd gestresst. Das ist nicht das Schlimme. Auch wenn er sich dauernd einen Kopf stößt, da kann ich verstehen, dass man gestresst ist, wenn man dauernd Schädel wehrt. So. Euer Stress sollte auch jeden Moment eigentlich verschwinden. Jetzt würde ich sagen, müssen wir uns darum eigentlich genug kümmern, dass hier ein Weg außen rum führt. Und deswegen müssen jetzt hier wieder Straßen gebaut werden. So, zack, einmal hier ganz gemütlich rum. Man muss auch nicht immer die größten Straßen nehmen, die es gibt. Man kann auch mal eine Spur kleiner gehen. Solange man am Ende dort ankommt, wo man ist. Wo man hin will. Aber jetzt erstaunt, dass das so schnell ging. So. Auf was schaut ihr denn da? Auf die Rückseite des Gebäudes? Das nennt man Hauswand. Und mir ist gerade aufgefallen, dass die hinten draußen ist. Die müsste ich eigentlich nochmal versetzen. Die passt mir von der Position nicht. Genau. Da sollen die nicht eigentlich hin. Ich weiß gar nicht, warum die draußen ist. So. Schaut ja auch gerade ein bisschen beschissen aus, aber okay. Rein theoretisch könnte ich das jetzt ja alles umplatzieren noch so, dass das passt und gut ausschaut, aber... Aber ich finde es cool, dass sie da unten reinlaufen und gucken gehen. Vor allem diese Aussicht, ne? Du siehst dieses Leistenkrokodil im Wasser. Oh, die Leute laufen instantly hier rum. Müssen noch ein paar Spendeboxen. Spendeboxen, stopp, stopp, stopp. Noch nicht rumlaufen, ihr habt noch keine Spendeboxen. Wo wollt ihr denn Geld hinschmeißen? Habe ich hier eine Spendebox in der Nähe? Nee, aber wir tun mal an die begeistersten Punkte ein paar Spendeboxen platzieren. Auch wenn ich verstehe, warum hier jetzt zum Beispiel keiner steht. Aber hier würde ich zum Beispiel einfach eine Spendebox hinstellen. Dann würden wir hier nochmal einen Bildschirm brauchen. So. Und hier auch nochmal hin. Ein Leistenkrokodil-Infotafelchen. Und hier auch nochmal. Und da vorne kommt auch noch einer hin. Die sind ja hier echt... Also die Leistenkrokodile scheint die gerade echt zu interessieren. What the fuck? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also wächst, ich weiß noch, wie wir angefangen haben mit dem Gehege hier, ne? Das war unser allererstes. Und dann kam das Gehege dazu. Das hier. Dann war das unser nächstgrößtes. Und jetzt sind wir schon hier mit Gebäuden kombiniert. Aber es schaut auch nicht schlecht aus. Ein bisschen organischer arbeiten. Ah, die Freunde. Warte mal, Mülleimer. Genau, da war gleich mal was. Ich will nicht, dass wir einen Knutscher haben. So. Platziere ich mal überall ein paar Mülleimer. Das ist ja vielleicht gar nicht doof. Ne,
neben der Spendebox hier drin. Deswegen ist hier auch dauernd so viel Dreck. Das ergibt dann schon irgendwie Sinn. Weil hier ist fast kein Dreck, aber da, wo ich halt keine Mülleimer platziert habe die ganze Zeit, ne? Da ist dementsprechend viel Dreck. Habe ich da vorne schon einen platziert? Ich platziere nochmal hier einen. Sollte sich jetzt dann auch dementsprechend mit dem Dreck anpassen, ne? Weil dann könnten wir zum Beispiel hier jetzt noch einen Weg abbauen, der dann nach da vorne reinschließt und dann hier... Netzgiraffengehege! Und wir könnten uns rein theoretisch, schauen wir mal, haben wir noch einen? Wir wollten ja unserem Königstiger eigentlich noch eine Dame schenken. Aber wir haben irgendwie aktuell keine. Haben wir denn noch ein Leistenkrokodilweibchen zum Beispiel? Wo ist denn das Leistenkrokodil? Leistenkrokodil. Ich bräuchte ein Weibchen, glaube ich. Du bist männlich, wir bräuchten ein Weibchen. Aber die für Bar die mit Geld sind besser. Und dann würde ich mal sagen, Tierhandel, Weibchen an Zoo senden. Schauen wir mal, wie die sich freuen werden. Wir werden jetzt hier nochmal ein paar Gebäude hin platzieren, wo wir Sachen verkaufen. Ich werde jetzt hier nochmal das Gelände anpassen. Meißeln auf Fundamenthöhe aufflachen. Ist alles nur ein bisschen grown. So, das passt ja schon, damit wir wenigstens hier die Gebäude dann platzieren können. Da kommt Leistenkrokodil Nummer 2. Wo ist die Kiste? Groß. Ist die kleine? Ich würde rausgehen. Aber ich würde hier auch mal einen Techniker rufen. Oh, vielleicht sollten wir da auch gleich mal einen Tierarzt rufen, ha? Huh? Tierarzt rufen, Tierpfleger rufen, Tiertechniker rufen. Das Tier bräuchte... Es hat doch einen Platz zum Schwimmen und Baden. Schaut, der schwimmt ja auch schon. Ah, das ist verletzt. Leute, wo seid ihr denn? Wir haben Verletzten. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.